Yo, Bratkos, was geht ab? Und willkommen zu einer neuen Folge von Wir testen Döner. Heute bin ich sehr gespannt. Wir sind in... Wo sind wir? Müngersdorf? Uhlenstraße. Wir sind heute bei Ababas Döner von Massiv. Ja? Arda, stell dich einmal vor. Perfekt, Digga. Hinter der Kamera, Frankito, ich küsse dein Herz. Danke, dass ihr beide heute auch am Start seid. El Capone ist auch dabei. Es wird sehr cringe. Lass gerne ein Like und ganz wichtig ein Abo da, ja? Also Massivs Döner. Was hältst du von Massiv generell? Ja, ich finde Massiv vom Rapper her gut. Menschlich, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob er mit dieser Foodtour, ob er mit diesem Essensgeschäft da so Ahnung hat. Oder bin ich ehrlich gespannt? Also was ich von Massiv denke, ja, menschlich gesehen, ich kenne ihn nur von den Interviews, ja? Sehr herzensguter Mensch, ja. Auf jeden Fall. Das kann ich sagen von den Interviews her. Seine Musik habe ich selber wirklich nie richtig gefeiert. Ich schon. So, also nicht, ich habe es nie richtig gepumpt. Weißt du, in der Zeit, klar kennt man sein, wenn der Mund und dein Ghetto kracht und so, die Dinger. Was bei Massiv, aber was man zu Massiv sagen kann, er ist ein Macher. Bruder, ja. Er hat Shisha-Tabak, er hat Shishas generell, er hat ein Shisha-Café, er hat eine Dönerladenkette, er hat Sekt Plus-Läden gehabt oder hat immer noch. Das ist krasser Massiv, ja? Musik hat er ein bisschen schleifen lassen, finde ich, aber das ist heute nicht das Thema, ja? Wir probieren heute Babas Döner, denn der macht... Halt einfach die Schnauze, Dicker. Was wollte er sagen denn? Der macht was? Schöner. Nein, schöner. Ja, frag doch einfach nicht, Bruder. Okay, hier der Dönermeister. Wie lange gibt es den Laden jetzt schon? 2 Monate. 2 Monate, ja? Ja, hier gibt es auch Brate. Guck mal, was hier für Mucke läuft. Hat der nicht auch ein Getränk? Nee, massiv nee, auch nicht. Bruder, aber ich muss dir ehrlich sagen, Hand aufs Herz, Walla, ja. Wie sympathisch ist das Logo, Dicker? Das Logo ist schon sehr sympathisch. Ich schwöre, das Logo ist krass. Das sieht ein bisschen kindisch aus, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, warum kindisch, Bruder? Findest du nicht? Ich find's krass. Ist schon cool, Digga. Ja, ist cool. Es ist besser als diese, film doch noch weiter mein Gesicht. Ja, ist besser als diese Dönerläden, wo einfach nur draufsteht, Hakiki. Front King, Hakiki gerade genannt. Bruder, diese Dönerläden, wo einfach nur draufsteht, Dönerkiller. Mehr nicht. Ja, Digga. Okay, also du meinst, es ist krass, dass ein Logo. Oder wie? Im Wedding heißt der eine Laden Jarak-Döner. Ich hab mich da war doch nicht. Weißt du? Was das heißt Jabrak, Digga. Jarak-Döner. Weißt du, an was mich dieses Logo erinnert? An was? Du kennst doch diese Kellogg's Frosties, ne? Ja. Ein auf den stimmt, so. Stimmt, dieser Frosty. Ah, ja. Was geht ab? Ich hab einen Döner oder einen Roller, ne? Ja, klar. Einfach Latif, Menü, Gülüm. Von wegen 4 Blocks. Aber geil, die Namen sind cool, ja? Wie viel kostet denn ein normaler Döner? Das würde mich mal interessieren. Perfekt. Keine Ahnung, Dika. Hier. 5 Euro! 5 Euro ist schon... Also jetzt mal real, Dika? 5 Euro? Boah, wenn du Döner und Eier am Menü nimmst, du sparst 50 Cent. Wow. Ne, aber und es gut schmeckt, gute Qualität ist, dann kann man schon mal ein bisschen mehr zahlen. Sag ich dir ehrlich. Also guck mal. Was sind so die Standardpreise geworden? Früher war es 3,50, ich finde jetzt kann man 4,50 Euro maximal. Früher war es 3,50, ich kenne das schon bei 2,50. Wo ich noch ein Kind war, ein Döner 2,50 gekostet. Ja, tamam, Bruder, wir reden nicht vor, du bist 700 Jahre alt. Er hat direkt früher. Ja, okay, aber Digga, ich kenne das angefangen als bei 2,50. Ja. Dann 3 Euro okay, aber und was damals waren noch 3,50 Euro Big Döner. Heutzutage okay, Bruder, ein Big Döner 5 Euro. Es sind andere Zeiten, Bruder. Guck mal, Alter, ich bin gleich einfach. Guck mal, ich sag 4,50 Euro. Das ist der normale Hackfleischspieß. Okay, ich sag dir so, ob 4 Euro oder 5 Euro, Bruder. Also heute auf Arthas Nacken, 4 oder 5 Euro, wenn egal ist. Was ist das, Bruder? Bowl? Bitte? Was ist das? Das hier? Ja. Kräutersuppe. Nein, ich meine generell das in dieser... Spezialteller, war was Spezialteller. Ah, okay. Überall ist das Logo drauf, ne? Ja. Ihr liefert auch, wa? Wir liefern auch. Digga, der Döner ist schon sehr groß. Der ist schon vollgepackt, ja? Aber auf jeden Fall Baba-mäßig gefüllt. Von Baba-mäßig gefüllt. Von der Größe normal. Nee, Digga. Also ich hab auch schon so Franco gesagt, er macht ordentlich viel rein, Digga. Okay, komm, wir gehen, glaube ich, gleichzeitig rein. 3, 2, 1. Oh,
find's immer lustig, wenn er sagt, wir gehen rein. Er denkt, das ist so ein Pack-Opening oder so. Das schafft wohl was dann. Nice, guck mal hier rein. Boah, Digga, ich find den krass. Erster Eindruck krass? Ich sag dir auf jeden Fall, ich find den krass. Erster Eindruck auch sehr nice. Ich muss mich aber reinarbeiten, weißt? Ich muss in die Soßen rein. Der ist gut voll, Digga. Ich find die ganz ehrlich ein bisschen zu voll. Ja, guck dir meinen Platz schon an. Geil. Geil? Mhm. Okay, wir arbeiten uns rein und danach nochmal ein Fazit-T-Shirt mit Unodaka. Alter, nicht von dieser Standard. Wie heißt nochmal diese Standardmarke? Oh. Das ist aber auch der beste Alter, finde ich, die Standardmarke. Oder, ich finde es aber auch gut, dass sie den so voll machen. Normalerweise, du bezahlst 4,50 € und du hast so einen Mini-Döner. Digga, der ist richtig voll. Okay, aber es kostet auch 5 €. Ja, aber das lohnt sich, Digga. Guck mal, wie voll der ist. Okay, wir gehen rein. Unodak schön, ja? Wie aus der Türkei-Folge. Ach, nö. Ich wickel rein Unodak. Ich sag Unodak. Das geht am Ende. Ja. Entschuldigung, Bruder, ich habe kein Türkisch studiert. Ich habe vergessen. Ja, aber hängt mit Türken ab. Also ja, mit leider. Türken. Leider. Das war so ekelos. Wir lieben alle Nationen. Na, was ist denn? Wisst ihr, was mir gefällt? Der Rotkohl. Ich bin eigentlich nicht so ein Rotkohl-Fan, aber der ist so gut säuerlich, ja? Ja. Der hat eine gute Säure. Ich hab auch noch nichts gegessen, ne? Ich bin tot und hungrig. Wir haben auch ein bisschen Mais drin. Feier ich auch einen Döner. Was mir bei dem Döner nicht gefällt, Digga, du schmeckst die Soße einfach. Ja, ist nicht so, dass diese Soße da ist, aber du hast keine Ahnung, wo sie ist. Sondern du schmeckst die. Weißt du, wo wir nächstes Mal hingehen müssen? Ja. Yorkstraße. Die Yorkstraße? Wie heißt der Hase? Ich weiß gar nicht. Ich sag offiziell, in meinen Augen ist Yorkstraße der beste Döner, den ich bis jetzt gegessen habe. Also das ist dein Lieblingsdöner? Offiziell. Ich war da auch schon ein paar Mal essen, aber früher. Wir waren früher immer. Früher, ne? Früher. Wir waren schon mal da, aber schon vor 10 Jahren. Also Schöneberg haben wir so oder so die meisten Döner gegessen, ne? Und da gibt es auch sehr gute Döner, vor allem in der Kaiser-Wilhelm-Straße komplett durch, ja, bis rüber, bis in Dominikus fast. Ja, alles Haji Baba, alles durch Haji Baba. Haji Baba ist neu. Aber da gibt's, guck mal, da gibt's Imren, Aspendos, Mevlana, Seven Days, Ryam. Es sind so viele qualitative Gurken. Weißt du, was aber traurig ist? Ganz, ganz früher, wo wir noch Kinder waren, war so einer der besten Döner, nicht mehr, auch Mevlana, aber Maxim Moritz war sehr krass. Maxim Moritz war früher sehr... Und jetzt? Sehr gut. Müll, Müll. Ich sag ehrlich, also meine Meinung ist Müll. Weißt du warum? Wieso? Maxim Moritz... Ich weiß nicht, Bruder, auch generell immer, wenn Läden Spielautomaten drin haben, dann ist schon für mich, Bruder, ist keine Qualität. Digga, die Qualität von dem Dönerfleisch ist bei den meisten Läden komplett runtergegangen. Ja, aber ich gehe immer gerne rein, wenn die keine Tomaten haben, weil ich weiß, die leben nur vom Essen. Ja. Weißt du, die leben nur vom Essen. Und wenn die Automaten drin haben, geben die den Fick nur, das willst du oder nicht. Ja. Du hast da immer einen Süchtigen, der da kommt und den ganzen Abend spielt. Oh! Weil ich beliebt hab! Schmeckedi! Du machst schon deine. Traurig, aber wahr. Oh. Boah, ist der kleine Döner, ist unnormal lecker. Ist gut, wa? Ja, ist richtig gut. Liegt's daran, dass wir Hunger haben? Aha. Nein? Er hat was. Ich hatte bei diesem einen, du weißt schon, von vorhin, da am Winter keinen Schmieshunger, ich hatte so eklig. Du weißt, du hast schon gar keinen Hunger, aber ich finde ihn einfach unnormal lecker. Dicker, der eine, der hatte 17 Liter Öl. Du hast einmal gedrückt, da ist nur Öl runtergelaufen. Die Soßen sind gut, wa? Boah, die Soßen lecker. Sind sehr gut. Die scharfe Soße klatscht auch rein. Ja. Aber was, mich, ist auch richtig was mich am meisten überzeugt, ist wirklich dieser schon fast pink-rosane Rotkohl. Der ist safe eingelegt, oder? Mhm. Oder? Wisst ihr, was ich auch feier? Rote Zwiebel. Ja, Mann. Und Döner. Ja, und er will mit mir Videos drehen, wo er als Bestrafung Pepperoni essen und so ist. Die ganze Schärfe finden schon. Weißt du, was ich essen gehen wollte? Der Beste, der Schärfe einstecken kann, bin immer noch ich, Bruder. Okay, warte. Franco sagt, der Beste, der Schärfe einstecken kann, ja? Hundertprozentig. Okay, wenn du Eier hast, Bruder, das gibt's ja diesen Currywurstladen. Ja. Ach, mit diesen Stufen, ne? 9 Millionen Scoville. Hast du Eier? Komm, wir machen das. Okay, wir machen das. Bei 300 Likes machen wir das 100%. Dann machen wir eine Challenge. Warte mal, eine Challenge. Der Verlierer muss das essen. Der Verlierer muss es essen. Das er wollte es freiwillig essen. Ich dachte, wir machen das gegeneinander. Also. Wir testen zusammen die Stufen. Oder was für Stufen? Wir gehen direkt auf 9. Guck mal den an. 300 Likes. Dann gucken wir, ob wir eine Challenge machen oder es einfach essen.
Aber ey, ich bin irgendwie voll schwach geworden, scharf. Das ist mir voll scharf schon. Er wollte es mit mir machen. Ich war dein alter Mann. Hast du erstmal 3 Tage Bauchschmerzen? Nimm dir schon mal 2 Packungen Pita mit. Bruder, ich nehme das auch so auf locker. Aber wenn du das einmal gegessen hast, diese 9 Millionen, Bruder, du bist... Die kann schwarz fahren werden. Mein Mund brennt, Digga, auch so selten. Ja. Also wurde immer leckerer. Was du weiter runter mal geht, oder? Mein Cousin hat mir erzählt, er war vor ein paar Wochen da. Bei der Schärfe? Nein, er hat nicht die Schärfe probiert, sondern eine drunter. Ja. Und er meinte, er hat irgendwann angefangen zu tränen. Normal, Digga, du kriegst keine... Es ging irgendwann nicht mehr. Am Ende hat so, er hat so sich so umgedreht und so. Das kann nicht sein, dass er so stirbt und so. Er ist gestorben. Du gewinnst ja nichts, wenn du das machst, sondern ich glaube, er meinte so, dass du... Es ist nur noch Schmerz. Du kommst dann auf so einen... Wir haben da so Fotos und so, weil das alles so geschafft hat und du kommst da so rauf. Und die gucken schon richtig, ob du das aufisst. Ja gut, wir werden es essen, aber danach sind wir tot. Da hängt unser Totenbild dran. Mhm. Auch gut. Die Frage ist, ob wir das überhaupt runterschlucken können. Das, auch, das sind so Kleinigkeiten, Bruder. Feuchttücher, krass, ja, und das Logo ist drauf. Ja gut. Rechtfertigt ist trotzdem die 5 Euro. Ich finde es immer noch ein bisschen teuer, weil es ist ein Standard-Hackfleisch. Aha, das ist schon vorbei, Bruder. Das Song ist zu Ende. Schade, ey. Gott sei Dank habt ihr nicht gehört, was Ada da gesungen hat. Warum, also, hier läuft warum schon, ist nur der Shelter nur, ja? Es läuft schon cringe-mucke hier, Digga. Also klar, Deutschrap und so, aber Dicker, die Lieder sind schon... Fingst du mich nicht an meinen schlechtesten Tag? Er hört das ja. Warum Katastrophe ist nur der Shelter nur, ja? Wo ist denn? Du hast doch letztens gesagt, der allererste Dönerladen gehst du testen. Wo ist denn der? Weiß ich gar nicht. Wo ist denn der allererste Dönerladen? Wir können es jetzt auch einfach googeln. Wollen wir den heute austesten? Ich hab einfach geguckt, Digga, chill mal dein Leben. Ich bin fast gestorben gerade. Ich hab mal geguckt, der soll eigentlich am Zoo gewesen sein, aber den gibt's nicht mehr. Hab ich mal gehört. Der muss noch gehen. Ich hab mal gehört, der wurde am Zoo erfunden. Denke, ich bin mir zu 100% sicher, der erste Dönerladen, entweder der hat jetzt einen anderen Namen, also den wirst du nicht mehr unter dem gleichen Namen finden. Ich würde den Namen niemals ändern. Oder der hat bestimmt schon verkauft. Wollte ich gerade sagen, oder der hat ihn mir 100% verkauft. Nein! Stimmt, Digga. Wir gucken mal gleich oder schreibt mal in die Kommentare, vielleicht gehen wir dahin. Der erste oder Döner, auch, der jemals. Der erste war, Digga. Vielleicht hat das Kacke geschmeckt. Die Leute dachten, das ist einfach so. Ja, können wir aber herausfinden. Guck mal, England hat Fußball erfunden und guck mal, wie schlecht die sind. Diese EM waren ja gut. Nein. Ja, und haben trotzdem verloren. Haben trotzdem verloren. Und die haben Fußball erfunden. Das hat nichts zu bedeuten. Das sag ich auch nicht. Ja. So der Schild, also alles royal, gut. Fick dich. Ich hör doch auf, Bruder. Lass mich doch entspannt meinen Döner essen, ja. So der letzte Biss. Das ist Copyright, weil du triffst den zu krass. Das ist zu ähnlich. Hör auf. Hör auf, Bruder. Mhm. Wir kommen gleich zur Bewertung. Ich schluck mal erstmal runter. Erst schlucken, dann spucken. Ach nö. Dicker. Film mal den Teller, Hand aufs Herz. Hast du Döner oder Döner-Teller? Ich glaube, ich habe der Döner-Teller. Digga, du hast die Hälfte fallen lassen. Natürlich 10 Euro, Digga. Aber hier gibt es auch Spezi-Teller. Wir haben ja die Spezi-Teller. Was da alles drin ist. Was ist denn da drin? Du hast auch noch Getränke. Wenn der Döner schon so voll war, stell dir mal vor, diese Spezi-Teller. Will ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe gefilmt, das ist so eine Bowl. Nein, das ist, ja, weil das geliefert wurde. Das war, weil es to go war. Aber ich habe ja Spezi, ich habe ja, warte, sag mal leise, ich rede doch gerade. Ich habe ja Spezies gedacht, komm, als Maul, Digga. Hast du wieder Jogginghose an? Ja, aber ist ja kalt. Jogginghose unter Jeans. Natürlich habe ich Jogginghose unter Jeans. Ja, diese langen Boxen. Lange Männer eigentlich, ne? Warum willst du die nicht Leggings? Hab ich nicht gefunden. Ich hab geholt. Leggings, ja, ich muss mal gucken, ob mein großer Schwanz da rein. Der hässlich. Aber was man sagen kann, der Laden ist schön. Das ist richtig schön. Aber wisst ihr, was er hat, finde Aber ich? Der ist erst 2 Monate alt, Bruder. Mal gucken, wie der in einem halben Jahr aussieht. Nein, das war nicht. Ich meine vom Design, das hat so ein bisschen was, ja, von einer Fastfood-Kette. Ja. Okay, du kleiner McDonalds-Fan, du. Ich hasse McDonalds. Es hat wirklich was von einer Fastfood-Kette. Wann testen wir McDonalds? Wann testen wir McDonalds? So, Bratans, wir kommen zum Fazit von Babas Döner. Ja? Diesmal haben wir 3 Stimmen, das Geld. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von diesen Chaoten hier, dann schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt mal Läden rein, wo wir als nächstes hingehen sollen. Also, Arda, bewerte mal 1 bis 10, Bruder. Was fandst du gut, was fandst du schlecht? Ich gebe dem Döner eine glatte 9. 9? 10 gebe ich nicht, weil meiner Meinung nach gibt es nur einen Döner, der eine 10 verdient. Und da werden wir nächstes Mal hingehen, Marco. Auf jeden Fall sagen, also für den Preis 5 Euro kann man sich streiten. Ist vielleicht ein bisschen teurer. Aber ich finde, für 5 Euro hast du alles drin. Die Soße schmeckt super. Das Fleisch ist einwandfrei und auch der Salat. Also ich kann mich nicht beschweren. Okay, krass. Franco, mit welcher Punktzahl gehst du? Ich würde auch mit einer 9 gehen. Ey, ihr seid auch mit 9, Jungs. Ihr habt noch keine Döner gegessen.
Ihr habt noch keine guten Döner. Lass doch einfach zu Ende bewerten. 9? 9, ja. 9, ja. Okay, und warum? Ich fand den Döner sehr gut. Er war gut voll. Ja. Da war alles drin. Salat hat geschmeckt. Fleisch war auch sehr lecker. Ja. Also im Großen und Ganzen, ich bin ein Mensch, ich esse sehr viel und ich wurde davon richtig gut satt. Und das habe ich selten von einem Döner. Und der war einfach nur geil. Okay, immer noch krass. Auf mich. Auch warum ich bei einer 9 bin, ist auch einfach, weil ich bewerte persönlich auch nochmal das Lokal selber mit ein. Mach mal nur den Döner jetzt. Und wenn du nur den Döner jetzt. Nur den Döner ist trotzdem 9. Aber okay, wenn du mit Lokal bewerten würdest, yeah, würde ich sagen, ist schon 9,5. Okay, weil krass. Ich finde drinnen, Bruder, es ist sauber. Du hast deine Ruhe, du kannst in Ruhe essen, ja, ich nerv keiner. Ja, okay. Kommen wir zu meiner Bewertung. Erstens, komm mal her, Digga. Und ganz wichtig, da drin sind keine Spielautomaten. Ja, das ist immer das wichtig. Und da drinnen läuft Samra. Also ich finde, ihr habt noch keine, ich glaube, ihr habt nicht so viele Döner getestet. Andere. Ja, warum? Er hat erfunden. Nein. Wisst ihr warum? Guck mal, es ist ein guter Berliner Standarddöner. Weil es ist einfach Hackfleisch, Bruder. Okay? Ja, was soll es denn sein? Soll es Kobe-Steak sein oder was? Nein! Es gibt immer krasseres Fleisch, Bruder. Schichtfleisch, okay? Das ist einfach Hackfleisch. Das ist pur Hackfleisch, ja? Also, was ich da dazu sagen will, ist, es ist kein schlechter Döner. Er hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich finde den Preis ein bisschen zu teuer. 5 Euro. Für mich, für einen Hackfleischdöner ein bisschen zu teuer. Ich finde dafür, dass er so voll war. Er war voll, Bruder. Er war schon voll. Für mich trotzdem ein bisschen zu teuer. Ich gehe mit einer 7,9, Bruder. An dieser Stelle trennen sich die Wege von Jibboat, Marco und uns. Naja, ich bin ein bisschen kritischer, ja, okay, auf jeden Fall. Jetzt. Ist kein schlechter Döner. Wartet, Jungs, wartet. Warum rastet ihr aus 7,9? Was ich dazu sagen muss? Klar, Standard-Hackfleischdöner. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Rotkohl. Der hat das noch rausgeholt, sonst wäre es für mich 7,5, Bruder, sag ich dir ehrlich. Die Soßen waren stark, aber es fehlt, Bruder. Wenn ich eine 9 sage, weißt du, was das für ein Döner ist? Bratte, ich muss gefühlt... Weiß Dicker, ich nicht, sag Bruder. Dir offiziell, das war für mich schon ein Orgasmus-Döner, Dicker. Geschmäcker sind unterschiedlich. Worauf man achtet, ist alles unterschiedlich. Also, ihr seht es, 2 Neuner, eine 7,9. Ja, okay, 3 Neuner sozusagen drin. Dicker, also, einfach eine 8, Dicker. 7,9 rundest du auf. Nein, runde ich nicht. So, wenn ihr noch mehr Food-Videos sehen wollt, dann sind sie hier auf der Seite verlinkt. Klickt darauf und testet euch durch. Und schreibt gerne rein, wo wir als nächstes hingehen sollen. Wo gibt es den besten Döner? Und diese Männer müssen gute Döner essen.